Ein herzliches Grüß Gott aus dem Magna Rasina, meine Damen und Herren. Die Bonnie-Meisterschaften ist entschieden. Es ist Samstagabend, blendende Stimmung. Und neben mir sitzt Günter Keglowitz, Generalimporteur, Importeur der Firma Bukas. Wir freuen uns sehr, dass er da ist und die Bonnies und damit den österreichischen Nachwuchs unterstützt hat. Günter, erzähl uns ein bisschen was über dein Engagement und was dich an die Bonnies bindet. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ich möchte mich bei den ganzen Bonnie-Kindern bedanken, weil ich begleite ja manche Bonnie-Kinder schon seit sie im Bonnie-Sport eingestiegen sind und freue mich, dass ich heute zum Beispiel Johanna Six, der Siegerin, wieder begrüßen habe dürfen. War ein bisschen den Tränen nahe, muss ich sagen, weil das ist ein bisschen Emotionen verbunden, aber der Dina Steinauer und ja, generell in Österreich, das ist halt der Nachwuchs, es ist auch für uns als Firma, wenn die Kinder mal die Produkte kennen, sie wollen auch später wieder das Produkt kaufen. So. Es sind ja viele heute schon mit deinen Decken eingeritten. Wenn du von deinen Produkten sprichst, was sind die Produkte? Ja, wir haben von Abschwitzdecken bis die dicksten Winterdecken eigentlich das ganze Sortiment. Was wir bei uns bei den Abschwitzdecken und auch Siegerdecken wir verwenden, das ist halt ein ganz ein spezielles Material, was den Schweiß absolut wegtransportiert und es gibt so gut wie keine Verkühlungen am Rücken vom Pferd. Du hast aber nicht nur Bukas, du hast ja auch einiges anderes, was man bei dir für die Pferde erwerben kann. Ja, also wir vertreiben unter anderem Prestige, wir vertreiben Christ Lammfelle, wir vertreiben einige Futtermittelfirmen, wo wir den Hochleistungssport damit unterstützen. Und ja, so wechselt das Programm immer wieder ein bisschen. Wir haben für nächstes Jahr wieder was Neues vor. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Entschuldige, jetzt habe ich das Mikro zu früh weggenommen. Was die Zukunft bringt, waren die letzten Worte, bevor ich es entrissen habe. Aber die letzten Worte, glaube ich, sind nicht gesprochen beim Engagement für den Kinder- und Bonnysport. Absolut nicht. Also ich, solange, und ich muss noch sehr lange arbeiten, ist das Engagement sicher sehr groß. Vielleicht sogar immer mehr oder weniger. Wir machen ja seit voriges Jahr auch wieder in Wiener Neustadt Arena Nova, unterstützen wir den Bonnysport und wir haben für nächstes Jahr ein paar gute Ideen, was den Bonnysport betrifft. Ja, dann sind wir schon gespannt auf die neuen guten Ideen, die in der kommenden Saison oder vielleicht auch noch in dieser kommen werden und verabschieden uns hier von der tollen Kulisse aus dem Pferdesportpark Magna Rasina. Auf Wiederschauen.